Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Vollmondbox von Contra K. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Vollmond von Contra K, das Ganze am 25. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 9. Album von Contra K. Wir haben hier eine ziemlich große Box, deutlich größer als ich erwartet hätte bei dem Boxinhalt. Warum ist das Ganze nicht mehr in Folie? Es gab diese Box in zwei verschiedenen Versionen. Einmal die für Männer, einmal die für Frauen. Die unterscheiden sich von einem Inhalt, von einem Boxinhalt. Aber von außen war das optisch irgendwie nicht zu unterscheiden. Deswegen musste ich mal die Folie abnehmen und ein bisschen reinspicken, was drin ist. Und deswegen weiß ich jetzt, dass das hier die Variante für die Männer ist. Und die stelle ich euch heute vor. Ja, dann gibt es noch die für Frauen. Die kommt dann auch noch, wahrscheinlich morgen. Und es gibt dann auch noch die kleinere Box, mehr oder weniger so dieses Bundle mit dem Shirt. Das habe ich auch noch, kommt dann auch noch. Gut, wir starten mit dieser Box. Wir haben hier eine schwarze Box im Querformat. Wir lesen hier einmal Vollmond, also den Albumtitel. Rechts den Interpreten Contra K. Und dann haben wir hier einen weißen Wolfskopf mit goldenen Zähnen, der hier gerade mit der Schlange kämpft. Also scheinbar ist er kurz davor, die hier durchzubeißen. Und die Schlange ist hier bedrohlich über seinem Kopf und dahinter sehen wir, wenn auch einen sehr düsteren, so schwarz-blauen, aber einen Vollmond. Ansonsten, das Ganze hier tatsächlich auch noch geprägt worden. Also man sieht es hier eventuell, wenn das Licht drauf fällt, noch etwas besser, aber man kann es auf jeden Fall auch fühlen. Also dieses Element hier, komplett hier der Kreis mit dem Mond und speziell auch die beiden Tiere hier, wurden so in dieser Prägung gemacht. Also echt hochwertig, der Deckel. Auf der Seite schwarz. Rechts schwarz, dann lesen wir hier noch einmal riesengroß Contra K, links nochmal schwarz. Und auf der Unterseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Beteiligten, die Logos, die Labels und Barcode keinen, denn der war wirklich auf der Folie drauf und den habe ich, wie gesagt, schon damit dann entsorgt. So, dann schauen wir mal ins Innenleben. Der Boxdeckel ist abnehmbar, nicht klappbar. So, genau, jetzt sehen wir auch nochmal besser diese Prägung. Mit dem Wolfskopf und der Schlange, also das sieht echt mächtig aus. Innen drin hat das Ganze so eine Optik, sieht so ein bisschen aus wie so Marmor oder Stein. Oder eventuell auch, ja, wie so Eis, ist auf jeden Fall hier innen gestaltet. Und dann kommen wir zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal ein Teil hier noch separat verpackt. Dann haben wir die beiden Sticker, 1, 2. Natürlich das Album an sich, dann ein Gurt bzw. ein Gürtel und zu guter Letzt auch noch ein Poster. So, auch hier wieder diese Optik, die wir schon bei der Box-Deckel-Innenseite hatten. Dann packen wir die Box zur Seite und die Kante mal weg. So, dann nehmen wir uns als erstes natürlich die Sachen vor, die hier noch in Folie sind. Bedeutet Album. Dieser Gurt und natürlich das, was sich hier drin verbirgt. Das hier ist, wie gesagt, der Boxinhalt, der sich hier unterscheidet. Also der Boxinhalt ist bis auf diesen Teil hier ident in beiden Boxen. Aber hier haben wir dann einen Schultergurt vorliegen. Und in der Frauenbox gibt es dann statt diesem Teil hier einen Rucksack. Werden wir uns dann auch natürlich anschauen, die andere Box. So, also das ist dieser Schultergurt. Kommen wir dann noch dazu. Dann der andere Gurt, beziehungsweise ja, eher als Gürtel würde ich das bezeichnen. Ist auch hier ziemlich heftig eingepackt. So, aber jetzt. Und natürlich das Album an sich. Das werden wir mal kurz hier aus der Folie schneiden. Wunderbar. So. Gut, also das ist es, das Album, das 9. Album von Contra K. Vollmond lesen wir auch hier wieder. Allerdings recht klein, also sowohl Interpret als auch Albumtitel recht klein. Dann haben wir das Gesicht von Contra K, Profil und sein Tier, das er hier hinten auf dem
Hinterkopf oder seitlichen Kopf auftätowiert hat. Erinnert ein bisschen an das Cover, also als würde dieser Wolf bzw. Hund hier mit dieser Schlange kämpfen, die sich um seinen Kopf windet. Contra K Vollmond. Und auf der Rückseite die Tracklist. 20 Tracks sind es geworden, auf 2 CDs verteilt. 10 auf der ersten und 10 auf der zweiten. Und Features haben wir auch jede Menge dabei. Und zwar sind mit dabei Samra, Bachi, BTNG, Capital Bra, UVO361, AK, Außer Kontrolle, Rico, Skepsis, Alicia oder Alicia, Ava und Ja, Kalib. Okay, also die letzten beiden, muss ich ehrlich sagen, kenne ich jetzt nicht so. Dann haben wir hier die Beteiligten wieder und einen Barcode. Das Album gibt es natürlich auch regulär zu kaufen, nicht nur in der Box. Und dann haben wir hier das Digipack. Also man kann das Ganze hier natürlich aufklappen. Hier gibt es noch mehr Schlangenoptik. Und so sieht das hier von innen aus. Hier in der Mitte, gehe ich mal davon aus, haben wir genau das Booklet. So, hier geht's los. Hier haben wir Contra K und Samra bei dem gemeinsamen Videodreh. Und links haben wir auch den gesamten Text. Also die Lyrics sind hier mit dabei. Sehr schön. Und hier geht es dann auch weiter. Okay, also wie wir sehen, Lyrics ohne Ende. Dann Fotos von Contra K. Und so geht das Ganze hier weiter. Also jeder Track ist hier wirklich Wort für Wort erfasst im Booklet. Sehr schön. Dann weitere Fotos aus Videodrehs. Lyrics, Lyrics, Lyrics. Ja. Und zum Abschluss gibt es natürlich auch noch die Album-Credits. Bedeutet, wer hat an dem Album mitgewirkt. Und natürlich hier auch dann noch die Infos, wer hier mit dabei war. Also wer gefeatured wurde, beziehungsweise wer gemixt, gemastert etc. hat. All das hier zum Nachlesen. Gut, so viel zum Booklet. Auch hier in diesem Mittelteil sehen wir wieder Contra K mit einer Schlange um seinen Hals. CD Nummer 1 ist diese hier, in schwarz und blau gehalten. Und dann CD Nummer 2, die sieht ebenfalls so aus. Also auch hier wieder dieser Vollmond in dieser schwarz-blau Optik. So viel zum Album. Gut, also die beiden CDs hier mit 20 Tracks im Digipack. Als nächstes haben wir hier so einen, ja, Gurt, Gürtel, je nachdem wie man es verwenden möchte. Und zwar haben wir die hier wendbar. Also hier lesen wir Loyal in Weiß und Rot. Und das gleiche hier auch noch auf der Innenseite. Dann haben wir hier vorne die Schnalle. Und das kann man dann natürlich hier auch größentechnisch anpassen. Die Schließe ist hier aus Kunststoff. Kann man hier dann aufmachen. Und ja, kennt man vielleicht so, wenn man in den Urlaub fährt, dann kann man damit zum Beispiel zusätzlich noch sein Gepäck sichern, also rundherum um den Koffer, damit das Ganze fest ist und dass man ihn vielleicht auch besser unterscheiden kann. Oder man trägt das Ganze dann tatsächlich als Gürtel, je nachdem wie man möchte. Hier gibt es dann auch noch so ein kleines Contra K Teil, was hier dran ist. So, als nächstes haben wir hier den Inhalt, den es wie gesagt wirklich nur in dieser Box gibt und in der anderen Box dann durch einen Rucksack ersetzt wird. Und zwar haben wir hier ein Holster, ein Schulterholster bzw. so einen Schultergurt. Wir haben hier einerseits so einen Teil, der dann am Rücken sitzt. Und dann haben wir auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Stecktasche. Ja, das sieht verdächtig aus nach so einem Holster, wie man zum Beispiel von der Polizei kennt, in dem die Dienstwaffe getragen wird. Wir haben hier einen Klettverschluss. Und hier kann man dann Sachen reinmachen. Also nicht unbedingt die Pistole, sondern vielleicht eher so Sachen wie das Handy, das Portemonnaie, das Geldbörsel, was auch immer, kann man hier reinpacken. Und hier ist dann auch nochmal Platz. Hier hinten vernäht. Und hier vorne, nein, ah nein, hier oben. Hier oben dann zu öffnen mit einem Knopf. Also hier kann man dann auch noch Sachen drin aufbewahren. Ja, den Gurt kann man dann entsprechend anziehen. Man hat hier auch wie bei einem Gürtel entsprechende Löcher, die man hier mit diesem Dorn verwenden kann. Und dann kann man das hier größentechnisch individuell an seine eigenen Maße anpassen. Und dann kann man das hier tragen und die wichtigsten Sachen so auf Brusthöhe dann immer bei sich haben. Ja, das Ganze kommt hier in so einem Stil, der so ein bisschen an MCM oder
derlei Marken erinnert. Hier in der Mitte mit so einem Karo und dann hier dieses Logo. So sieht das aus. Gut, dann kommen wir als nächstes zu den beiden Stickern. Einmal, zweimal. Und zwar haben wir einmal einen Stay Loyal Sticker im rechteckigen Format, also im Querformat. Und dann auch im Querformat den Cover Sticker. Sind beide recht groß, also ich glaube A6, so Postkartengröße. Und beide im Hochglanz. Und als letzten Boxinhalt haben wir mit dabei ein Poster. Das klappen wir gleich mal auf. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier den Interpreten vor dem Vollmond. Ja, sieht so nach Wolke bzw. nach einem nebligen Wald aus oder so. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, er sitzt hier auf einer Wolke. Hinter ihm der Vollmond, darunter der Contra K Schriftzug und jede Menge Hunde, die ihn hier begleiten. Ja, also wir haben hier unter anderem einen Rottweiler oder auch Bullterrier. Was mir jetzt etwas abgeht, sind Dobermänner. Hatte ja Contra K auch mal, ist ja nicht dabei. Ja, auf jeden Fall ein schönes Poster, Querformat und einseitig bedruckt. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Dann die beiden Sticker. Beide ebenfalls im Querformat. Dann dieser Gurt hier in Rot und Weiß mit dem Loyal-Schriftzug. Dann das Schulterset, diese Schultertasche, dieser Schultergurt, Schulterholster, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und natürlich das Album an sich im Digipack Vollmond mit 2 CDs und insgesamt 20 Tracks. Jawohl, das alles gibt es in dieser wunderbaren Box, Vollmond von Contra K. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Contra K unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.